Ja, jetzt ist 5 Uhr. Herzlich willkommen zum heutigen Mike Kemper Basler Versicherungswebinar, das wir heute mit der Clarissa von Basler Versicherung durchführen dürfen. Ich würde in einem ersten Schritt schon ein paar Punkte erwähnen, schon etwas sagen und Clarissa übernimmt dann. Sie ist hier eher Versicherungsexpertin als ich. Aber auch wenn ihr Fragen habt zu Mike Kemper, die dürft ihr gerne jederzeit ins F&A reinschreiben und am Schluss schauen wir die noch durchschauen. Also vielleicht zuerst für die MyCamper gar noch nicht kennen, würde ich zuerst noch MyCamper kurz vorstellen. Dann gehen wir nachher schon auf das heutige Thema vom Webinar ein, Versicherungslösung, wo wir mit der Basler Versicherung dürfen anbieten. Dann kommen viele Versicherungsinformationen, was ist alles versichert, für welche Fahrzeuge gilt die Versicherungslösung alle, welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Dann kommen Kosten, Preisbeispiel, also jenseits die Informationen zur Versicherung. Dann kommen wir zu der Spezialversicherung, die Basler ebenfalls anbietet, Zeitwert Plus Versicherung. Da kommen auch immer täglich viele Fragen auf uns zu. Darum unbedingt, wenn ihr auch direkte Fragen habt, die gerne stellen. Der Schadenabwicklung, ein unschönes Thema, aber sicher auch wichtig. Dann kommt noch ein kleiner Vergleich mit der eigenen Vermietversicherung, was sich ein paar von euch vielleicht auch überlegt haben. Und dann zu den Unterlagen und dann am Schluss der grösste Teil oder einer der grössten Teile sollte dann auch sicher eure Fragen sein, die ihr schon fleissig am Stellen seid. Das ist super. Clarissa, du kannst gerne umstellen. Genau, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Miriam. Ich bin Mitgründerin von MyCamper. Und bei MyCamper hauptsächlich für den Customer Support zuständig. Also wenn ihr als Vermieter Fragen habt, werdet ihr meistens mit mir oder mit meinem Team, ein paar davon seht ihr jetzt auf diesem Foto, in Kontakt treten. MyCamper ist die grösste Camper-Sharing-Plattform der Schweiz und uns gibt es seit 2015. Ein paar Teilnehmer sind sogar auch schon seitdem dabei und sehen auch im heutigen Webinar, sind viele langjährige Vermieter von uns auch dabei, was uns natürlich freut. Wir haben mittlerweile über 1200 Camper, die man auf MyCamper mieten kann. Und es werden eigentlich mehr, was natürlich cool ist und uns freut. Weil jetzt gerade zu diesen Corona-Zeiten ist das Campen wieder extrem im Trend gekommen und ein riesiges Thema geworden. Wir sind ein sehr passioniertes Team. Ich hoffe, das spürt man. Und wir kümmern uns um die Kundenanliegen, um eure Anliegen, die ihr habt und aber auch die Mieter. Versuchen wir hier mit Rot und Tod zur Seite zu stehen. Genau, das als kleine Einleitung zu MyCamper. Wir haben dieses Jahr das MyCamper Festival leider müssen absagen, weil sich zu wenig angemeldet haben. Das Interesse war aber dort auch sehr gross, weil unsere Versicherungslösung, die wir mit der Basler Versicherung dürfen anbieten dürfen. Und das ist auch der Grund, warum wir heute das Webinar durchführen. Mit der Unterstützung von der Clarissa. Merci vielmals, Clarissa, dass du teilnimmst. Und Gerne. unsere Fragen beantworten. Dann würde ich sehr gerne dir das Wort übergeben. Ich würde mich am Schluss dann noch sehr gerne bei den Fragen würde ich die moderieren. Also auch wenn ihr Fragen zu MyCamper habt, einfach jederzeit reinschreiben. Ich höre noch zu. Ich tue, dass es einfacher ist, vor allem mit meinem Video und den Ton ausstellen. Gut, Clarissa? Danke, Miriam. Hallo allerseits. Bevor wir da in versicherungstechnische Erklärungen würde ich mich selber noch ganz kurz vorstellen. Ich bin Clarissa Nuccerito, bin 27 Jahre alt, arbeite seit 6 Jahren bei der Basler Versicherung. Habe unter anderem im Kundenservice gestartet, am Hauptsitz in Basel und seit 1,5 Jahren eigentlich für die Produktentwicklung zuständig. Und habe mit dem MyCamper zusammen dürfen die MyCamper Basler Versicherungslösung kreieren und entsprechend entwickeln und starten am 01.01.2020 mit dieser Lösung. Ich würde gerade weitergehen in die MyCamper Basel Versicherungslösung und würde auf die einzelnen Deckungen eingehen, die in dieser Lösung entsprechend versichert sind. Unter anderem haben wir hier eigentlich die Basis, das ist die Haftpflicht und die Kaskoversicherung. Bei der Haftpflicht geht es darum,
dass vom Mieter verursachte Schäden an einem anderen Fahrzeug oder an einer anderen Sache, an einem, zum Beispiel an einer Mauer oder einer Laterne, gedeckt sind, damit der Schaden an Dritte entsprechend kann ausgezahlt werden. Gleichzeitig aber auch der Schaden am gemieteten Camper. Das wäre dann über die Gasco-Deckung. Dort geht es unter anderem um Schäden infolge von einer Kollision. Ob das ein Unfall ist mit jemand anderem oder ein Unfall mit einer Sache, spielt auch keine Rolle. Der Kratzer ist dort noch drin, der Diebstahl vom Camper, wenn der wird wegkommen, und Feuer- oder Glasschäden. Zusätzlich zu der Grund, also zum Basis, ist noch der Bonusverlust, wo ein allfälliger Selbstbehalt oder eben der Verlust vom Bonus-Malus-System in der MF-Versicherung vom Eigentümer, also vom Vermieter von dem Camper, getragen wird. On top haben wir dann noch die sogenannte Innenraumversicherung, die vom Vermieter in seinem Profil kann als pflichtig hinterlegt werden kann. Das heisst, jeder Mieter, der den Camper vom Vermieter mietet und das als Pflicht hinterlegt worden ist, hat die Innenraumdeckung immer drin. Das sind eigentlich alle Bauteile im Innenraum versichert, sowie Kofferraum und Laderaum. Aus Mobiliar im Wohnraum, inklusive Fenster oder Rollo oder Gas-, Trink- und Abwasseranlage. Das ist eigentlich der komplette Innenraum. Dazu gehört auch, wenn ein Camper ein Dachzelt oben drauf hat, dann wäre dann der Innenraum von diesem Dachzelt mitversichert. Dann haben wir noch die Pannenhilfe, die versichert kann werden, die vom Mieter dazu gebucht kann werden. Das sind eigentlich das Abschleppen vom versicherten Fahrzeug, die Organisation von der Heim- und Weiterreise sowie die Bezahlung und eventuell notwendige Übernachtungen, wenn das Fahrzeug nicht innerhalb von einer gewissen Zeit kann repariert werden. Zusätzlich kann der Mieter auswählen, ob er sein Reisegepäck möchte versichern möchte. Das wäre dann die sogenannte Ferienversicherung für genau die gemietete Zeittour. Das ganze Reisegepäck wäre gegen zerstörte und Diebstahl versichert. Und zusätzlich kann man noch die Annullierungskosten versichern, falls die Reise nicht antreten werden kann aufgrund von einem versicherten Ereignis. Das wäre zum Beispiel, wenn man krank wird und nicht gehen kann oder einen Unfall hat, man spontan oder unerwartet arbeitslos geworden ist und aufgrund dessen nicht reisen kann. Oder auch wenn eine noch stehende Person verstorben ist oder auch krank geworden ist und man aufgrund dessen nicht die Reise antreten kann. Dann kommen wir zu den Campern, die man kann mieten. Da sind sämtliche Fahrzeuge, die auf MyCamper drauf sind, die in der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein immatrikuliert sind. Also da gelten nicht Fahrzeuge, die ein deutsches Kennzeichen zum Beispiel haben. Also es müssen wirklich Schweizer Fahrzeuge sein. Es geht um Wohnwagen, Wohnmotorwagen, Anhänger, Personen- und Lebewagen, die versichert werden können. Zu erwähnen ist hier, dass es eine Begrenzung gibt vom Gesamtgewicht bis 7,5 Tonnen. Also alles, was schwerer ist, wäre von der Basler MyCamper-Lösung nicht gedeckt. Das ist hier nochmal kurz erwähnt in Textform. Also es muss in der Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein immatrikuliert sein, nicht mehr als 7,5 Tonnen. Und wir decken auch nur jegliche Mieter, die in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein wohnhaft sind. Also jemand, der in Frankreich gemeldet ist oder von Frankreich kommt, kann die Versicherungslösung nicht in Anspruch nehmen, weil wir nur Schweizer oder
vom Fürstentum Liechtenstein wohnhafte Kunden dürfen versichern. Und natürlich ganz wichtig, eine Vorgabe von MyCamper, dass jegliche Mieter und Zusatzfahrer einen gültigen Fahrausweis haben müssen. Hier sieht man mal ein Beispiel von so einer Buchung. Also man hat hier 10 Nächte gebucht. Buchung, also der Mietpreis wird ja vom Vermieter festgelegt. Dann kommt die MyCamper Basenversicherungslösung hinzu. Und hier ist der Preis abhängig vom Warenkorb. Das sieht man dann auf der nächsten Seite, da komme ich dann dazu. Und die MyCamper Basenversicherungslösung, die ihr hier seht, die 150 Franken, das beinhaltet TAF-Pflicht, Gasco und den Wegfall-Selbstbehalt, der abhängig ist von wo der Vermieter in seinem Profil hinterlegt. Also wenn er eine eigene Haftpflichtversicherung hat und Gasco-Versicherung und die entgeltliche Vermietung AG hat, dann würde das hier wegfallen, weil er ja das nicht doppelt muss buchen. Entsprechend gibt es dann ein Zwischenresultat mit den Servicegebühren und dann nachher eigentlich die Wahlpflichtmodule, wo man on top kann dazu mieten kann, wie zum Beispiel Pannenhilfe und Innenraumversicherung in diesem Beispiel. Hier unten würde ich dann auch noch die Annullierungskostenversicherung oder das Reisegepäck aufgelistet werden, wenn das würde dazu gebucht werden. Hier sehen wir dann die Kosten, die wir haben für unsere Deckungen. MyCamper Basenversicherungslösung beinhaltet, wie schon erwähnt, Haftpflicht, Gasco und den Weg von Selbstbehalt. Und die Innenraumversicherung, die vom Vermieter als Pflichtmodul hinzugefügt werden kann. Und hier haben wir den Warenkorbpreis und hier dann die entsprechenden Preise zum Warenkorb der Versicherung. Das ist für Camper und Campingbus. Und so wären die Kosten für die Wohnwagen. Genau, vielleicht kann ich da noch ganz kurz etwas hinzufügen. Der Preis, den du vorher erwähnt hast, Clarissa, bei der Preisberechnung, genau da. Also der Vermieter hat jetzt pro Nacht 110 Franken festgelegt. Die 110 Franken werden mit der Anzahl Nächte, in diesem Fall jetzt als Preisbeispiel 1100 Franken, werden die multipliziert, dann kommen wir auf die 1100 Franken und das ist bereits inklusive der Versicherung, weil das eine Pflichtversicherung ist. Ihr seht in eurem Camper-Profil, wenn ihr Preise anpasst oder einfach etwas am Camper allgemein anpasst, wie viel als abgezogen wird für die Versicherung, weil der Mieter die nicht kann wählen kann, ob er die will oder nicht, die ist echt immer dabei, wenn man das so ausgewählt hat. Das ist hier vielleicht noch wichtig hinzuzufügen, dass die in dem Preis, den ihr festlegt, schon bereits drin ist. Ihr seht aber, wie viel anhand des Warenkorbs in eurem Camper-Profil dort abgezogen wird. Und rein von der Preisberechnung her, die Mindestmietdauer, das ist eigentlich immer dort, wo der prozentual der höchste Abzug hat. Also je grösser der Warenkorb wird, das hat man vorher nachher auch gesehen, desto kleiner prozentual wird die Versicherungskosten. Das ist doch vielleicht noch, genau, das sieht man jetzt gerade hier. Also bis 250 Franken sind es 40 Franken Versicherungskosten und nachher bis 1500 zum Beispiel 162,50. Also das sieht man hier recht gut. Das vielleicht noch zum Hinzufügen. Sorry, Clarissa. Danke dir. Dann kommen wir zum vielleicht wichtigsten Thema für viele. Vor allem für viele Vermieter, die einen Liebhaber-Camper haben. Also ich nehme an, für jeden Vermieter ist das Fahrzeug wichtig. Grundsätzlich ist es so, dass jegliche Schäden in Zeitwert ausgezahlt werden. Und entsprechend haben wir mit MyCamper eine Zeitwert-Plus-Versicherung ins Leben gerufen. Da kann man mit einem Schadenexperten von uns, also von der Baluas, einen Termin abmachen, wo dann der Camper begutachten und entsprechend den Fahrzeugwert ermitteln.
Viele tun ja an dem Camper sehr viel machen, weil es irgendwie ein Hobby ist oder man will, dass der einfach die Ferien so schön wie möglich macht für andere. Und entsprechend möchte man dann hier auch die entsprechende Entlöhnung haben oder respektive Entschädigung, wenn das Fahrzeug einen Totalschaden erlitt. Aufgrund von der Zeitwert-Plus-Versicherung würde bei einem Totalschadenfall die Entschädigung ausgezahlt werden, die an der Expertise erstellt worden ist. Das Gutachten ist 2 Jahre gültig und kostet 100 Franken, die der Vermieter muss tragen, wenn er das machen möchte. Ein grosser Vorteil von dieser Zeitwert-Plus-Versicherung, ich werde noch oft angefragt von Vermietern oder wird mir von Miriam zugestellt. Ich tue das eigentlich immer so ein bisschen erklären, in einem Totalschadenfall und mit einem Diebstahlschaden. In einem Totalschadenfall ist es so, dass man das Fahrzeug wenigstens noch anschauen kann, auch wenn es beschädigt ist. Man sieht aber, ist das Fahrzeug verrostet gewesen, ist es gut intakt gewesen oder eben nicht. Bei einem Diebstahlschaden allerdings ist der Zeitwert sehr schwer zu bemessen, weil man das Fahrzeug ja gar nicht mehr sieht, weil es ist einfach weg. Das heisst, man tut sich eigentlich auf Unterlagen oder auf Fotos beruhen, wo dann halt so Handgelenk mal Pi berechnet wird. Darum ist die Zeitwert-Plus-Versicherung eigentlich sehr von Vorteil, weil man die Expertise eigentlich gemacht hat und entsprechend der Wert festgelegt worden ist, wo man dann im Diebstahl auch wird entschädigt bekommen. Das sind immer so Fragen, die immer wieder gestellt werden, ja, nützt das etwas? Was sind die Vorteile daraus? Und anhand von diesem Beispiel ist eigentlich die Antwort dann immer, okay, das ist wirklich etwas Gutes. Und das wird dann auch sehr oft gemacht von den Vermietern. Dann kommen wir zu der Schadenabwicklung. Wenn ein Schaden passiert, wir hoffen es zwar nicht, aber es kann halt immer wieder passieren, ob mit Eigenverschulden oder Fremdverschulden. Wenn man über MyCamper ein Fahrzeug mietet, und mit der Versicherung bekommt man eigentlich direkt nach der Bezahlung von diesen Mietkosten, bekommt man von MyCamper eine Bestätigungsmail mit den ganzen Vertragsunterlagen und dem MyCamper-Mietvertrag und dem Übernahmeprotokoll. Und in dieser Bestätigungsmail ist eigentlich ein Schadenlink von uns hinterlegt, wo der Vermieter oder auch der Mieter könnte benutzen. Man kann den Schaden auch online, telefonisch melden oder eben via dem Link, wo wir in der Bestätigungsmail hinterlegen. In diesem Link wird man eigentlich schön durchgeführt, was es alles braucht, was man muss angeben mit den ganzen Informationen. Ganz wichtig ist, dass ein Übergabeprotokoll eingereicht wird im Schadenfall. Das Übergabeprotokoll wird bei der Übernahme vom Fahrzeug ausgefüllt und dann bei der Rückgabe vom Fahrzeug nochmal ausgefüllt. So sieht man eigentlich den Ist-Zustand, wie man es bekommen hat, und den Zustand, wie man es eigentlich wieder zurückgegeben hat. Und die Schäden, die dann in dieser Zeitdauer passieren, sind dann eigentlich in diesem Übergabeprotokoll festgelegt. Und das ist eigentlich ein Muss, damit bei uns die Schadenabwicklung passieren kann. Was auch noch wichtig ist, ist das sogenannte Fahrzeugausweis oder auch ein Unfallprotokoll, wenn vorhanden, im Schadenfall muss eingereicht werden. Der Selbstbehalt, der aufgrund von unserer Versicherung entsteht, der wird direkt in Mieter in Rechnung gestellt. Also da muss der Vermieter nicht im Mieter nachrennen und sagen, hey, du musst hier noch 200 Franken Selbstbehalt zahlen, weil der Schaden von der Baloise sonst nicht gezahlt wird. Also wir machen dann hier die Regulierung unabhängig voneinander machen. Wir tun einmal mit dem Mieter den Selbstbehalt regeln und tun die Schadenauszahlung für den verursachten Schaden direkt mit dem Vermieter regeln. Also es werden hier keine Schadenzahlungen am Mieter gemacht, weil das Fahrzeug nicht ihm gehört und der Vermieter eigentlich muss
zu dem Geld kommen, damit er den Schaden wieder beheben kann. Also das sind zwei verschiedene Prozesse, die gleichzeitig von unseren Schadenmitarbeiterinnen geregelt werden. Vielleicht noch ein Hinweis hier von der Miriam wegen der Kaution. Ja, genau. Also wir empfehlen bezüglich der Handhabung mit der Kaution, empfehlen wir ja generell, eine Kaution vom Mieter entgegenzunehmen. Das ist klar. Das machen auch eigentlich alle Vermieter auf MyCamper so, dass man Kaution entgegennimmt. Die ist in den meisten Fällen eigentlich höher als der Selbstbehalt. Also jetzt gerade die 200 Franken pro Schadenfall bei der Basler Versicherung. Dann handhabt man es eigentlich so, wenn der Camper mit einem Schaden zurückkommt, tut man die Kaution mal zurückhalten, bis man von der Basler die Schadenzusage bekommt. Und erst dann nachher am Mieter die Kaution zurückgibt. Das ist also eine kleine Sicherheit für euch als Vermieter. Der kommt zurück, er hat einen Schaden. Ihr sagt am Mieter, ich behalte die Kaution noch, bis ich nachher die Schadenzusage von der Basler bekommen habe. Ein Grund dahinter ist sicher auch, dass man den Mieter dazu bringen kann, dass er den Schaden anmeldet und möglichst gleich anmeldet, damit ihr nachher auch den Schaden möglichst gleich beheben könnt. Das ist so der Grund dort dahinter. Genau. Danke. Und hier nochmal wegen der Schadenbehebung. Also alles, was um den Camper geht, wird eigentlich direkt mit dem Vermieter geregelt. Weil der Mieter weiss vielleicht oft auch nicht, hat der Vermieter eine Garage aus Vertrauen, wo soll ich den Schaden reparieren lassen und. Das wird in der Regel eigentlich oft vom Vermieter gemacht und darum wird eigentlich die Schadenregulierung eigentlich hauptsächlich mit dem Vermieter geregelt. Dort geht es dann auch um Zahlungen, also entweder der Vermieter bekommt das Geld von uns und zahlt die Rechnungen. Oder die andere Variante ist, man schickt uns dann einfach die Rechnung von der Reparatur und wir begleichen die dann direkt. Und der Selbstbehalt wird, wie erwähnt, direkt im Mieter in Rechnung gestellt. Also man tut hier nichts vermischen, auch wenn der Mieter den Selbstbehalt nicht in der Frist zahlt, tun wir nicht den Vermieter bestrafen und ihm sagen, Achtung, Selbstbehalt ist noch nicht gezahlt. Den Schaden muss ich erwarten. Darum haben wir hier die Regulierung von der Sache getrennt aufgeleistet. So dass der Schaden, der im Vermieter zugefügt worden ist, eigentlich reibungslos kann behoben werden und auch gezahlt werden. Genau. Endlich ein Vergleich mit der eigenen Vermietenversicherung. So ein Camper. Also eigentlich jedes Fahrzeug, das in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein immatrikuliert wird, hat zwingend eine Haftpflichtversicherung zu lösen. Ob die bei der Baloise gemacht wird oder bei der Zürich oder bei der Mobiliar ist im Vermieter selber überlassen. Das ist eigentlich so, dass in der Regel immer ein höherer Selbstbehalt definiert wird. Der ist eigentlich nie unter 500 Franken in der Kollisionskasko. In der Haftpflicht kann man den auf Null setzen, zahlt aber dann entsprechend ein bisschen mehr Prämie. Bei der MyCamper Basler Versicherungslösung haben wir hier eigentlich grundsätzlich einen Selbstbehalt von 200 Franken. Der Selbstbehalt wird bei unserer Lösung direkt dem Vermieter in Rechnung gestellt, im Schadenfall, wie ich das vorhin schon erwähnt habe. Wenn der Schaden über die eigene MF, also Autoversicherung, muss reguliert werden, dann ist da eigentlich der Selbstbehalt direkt im Vermieter in Rechnung gestellt, obwohl der Vermieter eigentlich gar keinen Schaden gemacht hat, sondern der Mieter war. Aufgrund von dem, dass wir den Vertrag auf den Mieter ausstellen, geht der Selbstbehalt hier auch an den Mieter und nicht an den Vermieter. Was auch vielleicht vielen nicht bekannt ist, ist, dass der sogenannte Bonusverlust in der MF-Versicherung entsteht, das unter anderem in der Haftpflicht und in der Gasco-Versicherung. Das ist, da hat es dann das sogenannte Bonus-Malus-System. Und das ist so, dass wenn ein Schaden vom Vermieter zum Beispiel gemacht wird, der natürlich über die eigene MF-Versicherung gedeckt wird. Hat man keine MyCamper-Basis-Versicherungslösung und ein Mieter
nochmal einen Schaden zufügt, dann ist es so, dass die entsprechende Deckung, also entweder Kasko oder Haftpflicht, im Bonus-Malus-System um 4 Stufen steigt. Das heisst, die Versicherungsprämie, die der Vermieter bei seiner Autoversicherung im Jahr zahlt, wird aufgrund des zweiten Schaden um 20% teurer. Pro Stufe sind das 5%. Pro Schaden wird 4 Stufen erhöht, entsprechend der 20% Verlust in der Autoversicherung, wo man dann über die nächsten 4 Jahre wieder tragen muss. Der Bonus-Malus geht nur immer um 1 Stufe runter, wenn der Autobesitzer, also der Vermieter in seiner Autoversicherung, ein Jahr schadenfrei war. Das heisst, man muss eigentlich 4 Jahre keinen Schaden haben, damit man dann eigentlich wieder auf dieser Prämie ist, wo man war, bevor der Mieter den zweiten Schaden gemacht hat. Mit dieser MyCamper Basisversicherungslösung, das ist der Bonusschutzverlust, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, werden eben genau die Kosten übernommen von dieser Autoversicherung erhöht im Bonus-Malus, sowie der Selbstbehalt, der übernommen wird. Hier vielleicht noch ein Hinweis. Man muss ja bei seiner Autoversicherung eigentlich angeben, ob man den Camper vermietet oder nicht vermietet. Und aufgrund von dieser Vermietung, wenn man die angibt, entstehen dann Mehrkosten in der Autoversicherung. Die Mehrkosten können eigentlich reduziert werden, wenn nur via MyCamper Vermietungen getätigt werden. Also wenn ein Vermieter nur über MyCamper seinen Camper vermietet, kann er eigentlich in seiner Autoversicherung die entgeltliche Vermietung streichen lassen, zahlt entsprechend in seiner Autoversicherung weniger Prämien, hat dann aber in jeder Vermietung, die er über MyCamper macht, die MyCamper-Basis-Versicherungslösung und hat entsprechend so keine Verluste zu tragen wie ein Bonusverlust oder mehr Kosten an der Prämie pro Jahr. Das funktioniert allerdings nur, wenn wirklich nur über MyCamper-Vermietungen tätig werden. Wenn der Camper noch über andere Plattformen versichert oder vermietet wird, müsste die Autoversicherung vom Vermieter entsprechend richtig hinterlegt sein, weil nicht jede Plattform entsprechend die Versicherungslösung hat, wie das jetzt MyCamper in Zusammenarbeit mit uns erstellt hat. Genau. Dann kommen wir zu den Unterlagen, die der Mieter bekommt, sobald er eigentlich die Versicherung gezahlt hat oder respektive Buchung gezahlt hat über MyCamper, wird bei uns ein Vertrag erstellt, wo aus 3 Seiten besteht. Das ist einmal die Vertragsnummer von uns, die Buchungsnummer von MyCamper, Vertragsbeginn, Ablauf und die Prämie, die notiert ist. Es ist dann nachher auf der zweiten Seite notiert, was für Deckungen versichert sind und eigentlich auf der dritten Seite die allgemeinen Angaben, die auch im Abschlussprozess bestätigt werden müssen. Wie zum Beispiel, dass man muss bestätigen, dass man Vertragsbedingungen gelesen hat, Produktinformationen gelesen hat, Datenschutzbestimmungen gelesen hat. Man muss bestätigen, dass man einen Wohnsitz in der Schweiz hat oder im Fürstentum Liechtenstein, weil sonst die Versicherung nicht gültig ist. In dieser Bestätigungsmail hat es noch andere Anhänge, wie zum Beispiel der Mietvertrag, der von MyCamper erstellt wird, die sogenannten Produktinformationen und Vertragsbedingungen und Datenschutzbestimmungen, die nochmal mitgeschickt werden, damit man die auch in Ruhe nochmal nachlesen kann. Im ganzen Abschlussprozess sind die ganzen Dokumente verlinkt, also Produktinformationen, Vertragsbedingungen und Datenschutzbestimmungen, dass man die eigentlich im gesamten Abschlussprozess eigentlich einsehen kann. Genau. Und das sind eigentlich immer die Standardunterlagen, die zugestellt werden, sobald die Buchung bei MyCamper bezahlt wird und die Dokumente eigentlich dann auch erstellt werden und in der Bestätigungsmail zurück zugestellt werden können. Dann wären wir da eigentlich schon wieder am Schluss.
Und würde genau. Dann Fragen kommen. Gerne. Ich habe sehr guten Überblick gegeben. Es sind auch einige Fragen zusammengekommen, was natürlich super ist, dass wir die direkt noch so mit dir beantworten können. Also die erste Frage, ist, die hier reingekommen ist, wegen fremdem Eigentum. Also da hat sich jemand mit dem befasst, dass es nicht Diebstahl ist, weil man ja am Mieter den Schlüssel übergibt, sondern eine sogenannte Veruntreuung. Ja. Und das ist auch über die normale Versicherungslösung gedeckt, gell, Clarissa? Genau, das haben wir explizit erwähnt in den Vertragsbedingungen und ist entsprechend mitversichert. Genau. Also vielleicht noch aus Hinweis von MyCamper. Das ist jetzt nicht etwas, wo der Mieter gerade als erstes aufpoppt, dass das also auch versichert ist für Veruntreuung. Wir wollen es schließlich auch nicht auf falsche Gedanken bringen. Aber das ist tatsächlich versichert. Wir haben aber zum Glück noch nie so einen Fall gehabt, dass jetzt ein Fahrzeug aus der Vermietung nicht mehr zurückgekommen ist. Genau, aber das ist explizit in den Vertragsbedingungen erwähnt. Genau, nachher kommt so eine Frage, wie funktioniert Selbstbehaltsversicherung? Wie sollen wir als Vermieter reagieren, wenn jemand diese Versicherung gelöst hat? Sofern ich es jetzt verstehe, ist dort die Meinung, dass wenn ein Vermieter gleichwohl seine eigene Vermietversicherung hat und ein Mieter die Selbstbehaltsversicherung oder Selbstbehaltsreduktionsversicherung dazu bucht. Wie soll man dort reagieren und wie ist dort vielleicht auch der Ablauf, wenn jetzt dort mal ein Schaden entsteht? Also wenn ein Mieter die Wegfall-Selbstbehaltsversicherung im Vertrag integriert hat und der Vermieter aufgrund seiner Autoversicherung einen entsprechenden Selbstbehalt oder einen Bonusverlust zu tragen hat, dann muss der Schaden bei uns angemeldet werden. Wenn natürlich nur die Deckung drin ist, dann müsste der Vermieter, der Mieter fragt, ob er das versichert hat, ja oder nein. Wenn ja, entweder der Mieter oder der Vermieter bei uns den Schaden melden, damit dann das mit dem Vermieter dann noch geregelt werden kann, was aus seiner MF-Versicherung für Kosten entstanden sind und die dann von uns auch übernommen werden. Genau. Also wir haben natürlich keine Kenntnis, wenn man uns nicht davon, also nicht informiert. Und solange bei uns natürlich auch kein Schaden gemeldet wird, können wir hier nicht aktiv alle fragen, habt ihr jetzt hier einen Schadenfall gehabt, ja oder nein. Also das muss proaktiv gemeldet werden, wenn nur die Deckung versichert ist. Genau. Also dort vielleicht noch wichtig, immer die Kaution in so einem Fall zurückhalten, damit nachher auch am Mieter kannst sagen, hey, meld doch den Schaden noch an der Versicherung, dort, wo du dich selbst versichert hast, auf die 200 Franken pro Schadenfall. Und du bekommst nachher wie, also gibst nachher schlussendlich die 1000 Franken wie zurück am Mieter. Die 200 Franken, die der Mieter gleichwohl selbst behalten hat, werden ihm ja nachher von der Passer in Rechnung gestellt, gell, Clarissa? Genau. Und du bekommst nachher die Differenz, also die 1000 Franken, die du bei deiner Versicherung, gehen wir jetzt mal davon aus, hast du müssen zahlen, bekommst du nachher von der Passer ausgezahlt, gell? Richtig. Gut. Habe ich das richtig verstanden in diesem Fall? Nachher weiss ich nicht, ob sich die Frage jetzt schon gegeben hat, vielleicht noch mal geschehen aus Wiederholung. Wie hoch ist die Deckung bei der MyCamper Zeitwert Berufsversicherung bei einem Totalschadenfall? Also wie hoch die Versicherungssumme ist? Ja, wie hoch? Also die Versicherungssumme gemäss Vertragsbedingungen sind in der Gasco immer auf 100'000 Franken beschränkt. In der Haftpflicht haben wir 100 Millionen Deckung drin. Genau. Und vielleicht noch zu dieser Frage. Also der Vermieter, der die Zeitwert plus Versicherung abschließt, bekommt von der Basler eine Meldung über, wie hoch der Wert ist vom Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt. Also genau. Wenn man das macht, bekommt man nachher eine Zusammenstellung. Die Zeitwert plus Schätzung wird über Video gemacht. Und du bekommst nachher aus Vermieter bekommst nachher auch die Mitteilung über, wie hoch dass die Deckung jetzt im Totalschadenfall oder eine Veruntreuung jetzt so wäre. Genau. Ich hoffe, dass die Deckung ist einfach immer auf 100'000 Franken beschränkt. Genau. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Sonst einfach nochmal kurz ins F&A reinschreiben, dass ich die Frage nochmal aufnehmen kann.
Dann eine Frage zu der Innenraumversicherung. Wenn ein Mieter eine private Haftpflichtversicherung hat, sind die Meinung von der Vermieterin auf MyCamper, die Schäden an Dritteigentum abdeckt. Ist das korrekt oder ist das nicht korrekt? Das ist nicht so, weil es in der Privathaftpflicht einen Ausschluss gibt, wenn ein Mietvertrag dazwischen ist. Also das gilt nicht für gemietete Sachen. Und der Camper, den man über MyCamper mietet, ist Bestandteil von so einem Mietvertrag, entsprechend nicht in der Privathaftpflichtversicherung gedeckt. Wenn ich bei einer in den 2 Wochen, wo ich den Camper miete, zum Beispiel die Mikrowelle kaputt mache. Gut, ich glaube, das beantwortet die Frage. Nachher eine Frage, ich glaube, die kann ich noch selber beantworten. Frage, zu wessen Lasten der Selbstbehalt von 200 Franken geht. Der geht, wenn wir schon gehört haben, zu Lasten vom Mieter und wird dem Mieter auch direkt in Rechnung gestellt. Genau. Nachher haben wir hier noch eine Frage zu einer Eigenversicherung. Ob man an Familienmitglieder und Freunde vermieten darf und also darf ich an Familienmitglieder und Freunde vermieten? Fragezeichen. Wenn ja, wie oft? Oder müssen Drittlenken eingeschlossen werden? Das ist die Frage. Also wenn vermietet wird über MyCamper, dann ist das, spielt das keine Rolle, ob das ein Familienmitglied, also Tochter, Partner, Sohn, Cousin, wer auch immer ist, weil der eigentlich mietet, hat ja dann einen Vertrag mit uns, entsprechend über die Deckungen, die wir vorhin erwähnt haben. Und dort spielt es keine Rolle, wie oft der das mietet. Es sieht aber anders aus, wenn er das ohne Zahlen übernimmt. Dann würde er ja aber auch nicht über MyCamper entsprechende Versicherung zahlen. Genau, dort ist sicher der, ich hoffe, das ist verständlich gewesen. Genau, der entgeltliche Charakter. Also, sobald es gegen Geld ist, und das ist, wenn es über MyCamper läuft, ist es immer gegen Geld, dann braucht man dann echt die Versicherung. Genau. Wenn ich zum Sicher kommen, wir haben auch viele Vermieter, die sagen, auch wenn sie auch Freunde oder Bekannte die vermieten, würden sie es gleich gerne über MyCamper machen, dass einfach alles super geregelt ist, dass auch die Versicherung eben greift. Dann kann man es auch gerne so machen, dass man mit uns Kontakt aufnimmt. Wir würden dann den Preis von der Vermietung auf MyCamper entsprechend anpassen, was die zusammen abgemacht hat. Die Versicherungskosten bleiben in jedem Fall gleich. Das ist so die fixe Komponente, obwohl es eigentlich ein tieferer Warenkorb ist. Die Versicherungskosten werden immer am ursprünglichen Warenkorb belastet oder berechnet. Das ist auch noch wichtig dazu zu sagen. Aber eben, wenn man so einen Fall hat als Vermieter, einfach auf MyCamper zukommen, ich kann den Preis anpassen und ich kann gleich von der Versicherungslösung über die Basler Versicherung profitieren. Genau. Ich kann mir vorstellen, wieso die Frage gekommen ist, weil oft in der Privathaftpflichtversicherung Schäden an fremden Fahrzeugen mitversichert wird von den Versicherungsnehmern. Und dort ist es eben so, dass Personen, die im gleichen Haushalt leben, nicht über die Versicherung für eigene Fahrzeuge gedeckt sind. Und bei Schäden an fremden Fahrzeugen ist es auch begrenzt auf gelegentlich Benutzten und dort ist es, und als gelegentlich Benutztes ist 6-mal pro Jahr hinterlegt. Ich kann mir vorstellen, dass die Frage aufgrund von dieser Logik entstanden ist. Aber das hat nichts mit der MyCamper Basisversicherungslösung zu tun. Tipptopp, merci vielmals. Dann ist noch eine Frage zum Dachzelt, ob das auch versichert ist, wenn es ein Loch hat. Und was ist der Unterschied vom Dachzelt Innenraum und Außenraum? Also Dachzelt Innenraum ist einfach das Dachzelt innen. Und wenn das Dachzelt außen ein Loch hat zum Beispiel oder beschädigt ist, aufgrund wird das einfach über die Gasgodeckung versichert. Also das Dachzelt ist auch ein Bestandteil in der Gasco-Deckung. Der Innenraum deckt aber allerdings nur Schäden im Inneren an, die dann eben über die Gasco eigentlich nicht immer versichert sind.
Weil es dort nicht aufgrund von Kollision oder nicht aufgrund eben von einem Unfall oder so entstanden ist. Und Dachzelte, das ist schon die Idee, dass das Dachzelte sind, wo man drauf macht, oder? Aber auch solche von der California, die schon inklusiv sind, wo man so drauf lässt, oder? Genau, an. Richtig. Gut, nur dass das auch noch klar ist. Wie muss man bei einem Schaden vorgehen, wenn der Camper nachher gerade wieder weitervermietet wird? Kann man den Schaden auch nach dieser Nachvermietung reparieren lassen? Weißt du, jetzt einfach so das Vorgehen? Die Reparatur nach dieser Vermietung ist möglich, sofern der Camper so benutzt werden kann. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, was passiert ist. Ich meine, nach einem Kollisionsunfall und irgendwie die Motorhaube vorne kaputt ist, kann man dann entsprechend vielleicht nicht mehr weiterfahren. Aber das, man muss es einfach sofort anmelden. Und ob dann der Schaden am nächsten Tag oder erst zwei Wochen später erledigt wird, das spielt keine Rolle. Weil der Schaden ist bei uns hinterlegt. Der muss einfach gerade nach dem Schaden, der passiert ist, einfach gerade gemeldet werden. Tipptopp. Dann kommt die Frage, jetzt ist es gerade runtergegangen, sorry. Wie ist es mit der Versicherung, wenn der Mieter das Fahrzeug zum Beispiel eine Stunde früher übernimmt, als im Mietvertrag angegeben? Die kann ich auch gerne beantworten. Die Basler Versicherung ist dort auf Tagesbasis. Also dort ist in der Versicherungspolice von der Basler sind nur Tage angegeben und nicht Stunden. Also ist echt für einen ganzen Tag nachher versichert. Das spielt jetzt von dem her nicht so eine Rolle. Aber wenn es jetzt wirklich sehr viel ausmacht, dann würde ich mir schon empfehlen, dass das uns meldet, einfach so der Mietvertrag korrekt ist und wir der Basler den korrekten Mietvertrag nachher auch weiterleiten können. Ist das korrekt? Aber relevant für uns sind dann eigentlich nur tagübergreifende Änderungen. Genau. Kommen wir hier zu der Annullierungskostenversicherung. Wenn man beim TCS einen ETI-Schutzbrief hat oder auch über Kreditkarten einen Camper bucht auf MyCamper, häufig ist die Annullierungskostenversicherung ja bereits schon gedeckt, oder? Ist das so, Clarissa? Über den TCS? Über den ETI-Schutzbrief steht hier oder über Kreditkarten? Kann ich nicht beurteilen, weil ich das Produkt nicht kenne. Aber das hat nichts mit uns zu tun. Genau. Also dort ist es sicher so, das ist am Mieter seine Aufgabe, im Buchungsprozess zu schauen, was er wirklich alles braucht. Gerade so eine Annullierungskostenversicherung ist ja für einen Mieter optional. Die kann er einfach anwählen, wenn er die noch braucht. Muss er aber nicht, wenn er das schon sonst weitig versichert hat. Also es ist eigentlich am Mieter zu prüfen, ob er eine Doppelversicherung hat oder nicht. Die wird einfach angeboten. Da haben wir aber jetzt schon gemerkt, durch Corona hat die Annullierungskostenversicherung an Wichtigkeit gewonnen und ist sicher mehr gebucht worden als vorher. Habt ihr das auch gemerkt, Clarissa, bei euch? Ja, also wir haben allgemein sehr viele Annullierungskostendeckungen neu an Abschluss gewonnen, nur aufgrund von Corona, weil sie sich halt einfach unsicher gewesen sind, können sie dann wirklich gehen oder nicht. Obwohl eigentlich die Pandemie fast bei jeder Gesellschaft ausgeschlossen ist, hat man aber sogenannte Kulanzregelungen getroffen, wo jede Versicherung für sich selber entschieden hat und eigentlich die meisten Fälle deckt sind, obwohl sie eigentlich gemäß Vertragsbedingungen nicht müssten gezahlt werden. Und da werden einfach dann Kulanzzahlungen getroffen von der einzelnen Versicherung. Also es ist nicht nur bei uns so, sondern auch bei der Konkurrenz. Tipptopp. Dann haben wir hier schon die nächste Frage. Sie hat aus Vermieterin das Gefühl, sie kommt nicht an den Versicherungsvertrag oder die Police hin. Das ist ja so das, was wir euch vorher gezeigt haben in der Präsentation. Die Unterlagen, wenn die verschickt werden, das ist das Mail, das am Mieter geht. Genau das. Und noch eins weiter, vielleicht Clarissa. Das ist eigentlich der Mietvertrag, den der Mieter so bekommt. Die bekommen eigentlich ausschließlich den Mietvertrag. Ihr seht aber aus Vermieter in den Buchungsdetails, welche Versicherungen der Mieter dazu gebucht hat. Also ihr seht, ob eine Annullierungskostenversicherung dazu gebucht worden ist, ein Pannenschutz, ein Innenraum. Das seht ihr alles in den Buchungsdetails.
bei euch ja, im Login-Bereich. Aber der Versicherungsvertrag, weil der auf einen Mieter lautet, bekommt der im ersten Linie den Mieter zugeschickt über. Wenn es aber dort mal Probleme gibt, dass ein Mieter den Schaden nicht anmeldet, was so, dann kommen die einfach auf uns zu, dann können wir nicht dort sicher Unterstützung bieten. Dann ist die Frage von Bernhard, ob er sein Fahrzeug auch privat bei der Basler kann versichern kann. Wenn ja, gibt es Prämienvorteile, Prämienreduktion. Ja, wenn er privat auch bei euch ist. Das, die Frage gebe ich dann wieder an Clarissa. Ja. Also bei uns kann man ungeniert Offerten einholen für den eigenen Camper. Also wenn man da zum Beispiel bei der Zürich versichert hat und bei uns möchte eine Offerte haben, dann tun wir das gerne via unserem Kundenberater arrangieren. Dann ist es so, dass die Anfrage eigentlich via MyCamper zu mir kommt und ich eigentlich dann alles organisiere, damit sich ein Kundenberater entsprechend meldet. Irgendein Rabatt in die Richtung haben wir nicht aktuell. Es kann sein, dass das vielleicht in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr vielleicht noch irgendeine Aktion gemacht wird. Das kann ich aber aktuell nicht beurteilen. Aber es ist natürlich das, was ich vorhin schon erwähnt habe, wenn nur via MyCamper versichert oder vermietet wird, dann ist es so, dass man eigentlich die entgeltliche Vermietung in der Autoversicherung nicht muss angeben muss. Und durch das, dass wir mit MyCamper zusammenarbeiten, ist es halt so, dass wir auch gerade sehen, okay, das läuft dann nachher über MyCamper, man muss bei uns die entgeltliche Vermietung nicht in den Vertrag reinnehmen. Das ist eigentlich so der einzige Vorteil, den es gibt, weil wir halt über MyCamper unsere Versicherungslösung integriert haben, wo wir dann in der Autoversicherung können berücksichtigen. Das geht aber nur, wenn wirklich nur via MyCamper vermietet wird. Tipptopp. Dann haben wir hier noch eine Frage. Wenn der Vermieter aus Eigentum mit dem Camper selber in die Ferien geht, ob er hier auch über MyCamper muss buchen, damit die Versicherung greift, das ist nicht so, das kann ich auch gerne selber beantworten. Also wenn du aus Besitz mit deinem eigenen Fahrzeug in die Ferien gehst, dann benutzt du deine eigene Versicherung, die du auch sonst hast. Also die meisten haben dort eine Teilkasko oder eine Vollkasko-Versicherung getroffen. Und wenn sie selber mit dem Camper in die Ferien gehen, dann greift eigentlich bei dir. Die MyCamper Basel-Versicherung ist wirklich nur für einen Vermietfall und gilt auch nur für die Anzahl Nächte, die auf dem Mietvertrag drauf gedruckt sind. Ich hoffe, dass du die Frage beantwortest. Nachher noch eine andere Frage. Das passiert leider gegen Saisonende, so wie wir jetzt gerade drin sind, häufiger. Wenn ein Camper defekt retourniert wird und für die nächste Vermietung nicht mehr brauchbar ist, wie die Situation mit dem Nachmieter, also mit dem kommenden Mieter, geregelt ist. Wer für den Schaden aufkommt und also für den Schaden aufkommt, dass der Nachmieter nicht in die Ferien gehen kann. Das ist eigentlich so, da sind wir sehr froh, wenn ihr als Vermieter uns das möglichst schnell meldet, wenn etwas passiert ist in der Vermietung, damit wir nachher schauen können, dass wir ein Ersatzfahrzeug für einen Mieter finden können. Als Vermieter könnt ihr nicht haftbar gemacht werden. Also für all die Ansprüche vom Mieter, die können nicht euch in Rechnung gestellt werden. Wir schauen aber und bemühen uns sehr, damit wir ein Ersatzfahrzeug für den Mieter finden können, damit sie gleich noch in die Ferien gehen können. Wenn jetzt das noch nicht gelingen sollte, weil der Mieter genau das Fahrzeug wollte, dann würde er mit dem ganzen Mietbetrag zurückerstatten. Dass er ein anderes Mal dann hoffentlich mit eurem Fahrzeug in die Ferien gehen kann. Dann noch die Frage, wie man die Zeitwert Plus Versicherung abschließen. Da tut man im Camper Profil ein Höckchen machen unter dem Titel Versicherung. Dann steht dort unten dran, dass eben dein Fahrzeug zum höheren Zeitwert willst versichern. Wir schicken euch noch die Rechnungsdetails zu, weil wir die ganze Zahlungsabwicklung machen für die 100 Franken. Sobald das Geld nachher bei uns ist, wird das an Basler weitergeleitet und dann kann nachher die Zeitwertplus-Schätzung durch Basler über die Videozuschaltung gemacht werden. Das funktioniert eigentlich so. Und wenn du es noch heute machen möchtest, darfst du auch gerne ein Mail schreiben an mich, also hallo@mycamp.ch. Dann
dann können wir das gerade in Auftrag geben. Genau, was haben wir hier noch für eine Frage? Nochmal eine Frage zum Zeitwert, wenn wir gerade im Thema drin sind. Dort wäre noch ein Beispiel noch gut, wenn wir ein 10-jähriges Modell, ich weiß nicht, ob du das kannst beantworten, Clarissa. Ein 10-jähriges Modell, habe ich mir noch vorgestellt, ja. Mit einem Neupreis von 100'000 Schweizer Franken, was circa ausgezahlt wird. Also dort kommt es wirklich sehr aufs Modell drauf an und dort wird jedes Modell, jeder Camper individuell angeschaut. Also genau, es kommt auch ein bisschen den Zustand drauf an. Genau. Und es gibt nicht irgendwie eine Zeitwerttabelle, wo man einfach anlegen kann und sagen, so und so, nach einem Jahr nur noch 80%, nach zwei Jahren 70%, nach drei Jahren 50%. Also das ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich. Es kommt halt eben darauf an, wie der Camper eigentlich gehalten wird. Genau. Also dann nimmt sich der Experte von der Passivversicherung auch wirklich Zeit, um das Fahrzeug anzuschauen, um den Zustand zu ermitteln, damit man dann dort auch einen guten Wert kann bestimmen kann. Das ist eigentlich wirklich sehr individuell. Da kommt auch noch darauf an, ob man selber etwas am Camper gemacht worden ist, ob noch ausgebaut worden ist, was eingebaut worden ist, ob etwas noch ersetzt worden ist. Das kann man leider nicht gerade so sagen. Also, da haben wir nochmal die Frage von Hans. Was passiert, wenn das Fahrzeug weiter vermietet ist und vom letzten Mieter mit einem Unfall zurückkommt? Ob er dann dazu verpflichtet ist, Ersatz zu suchen? Nein, Hans, das bist du nicht. Du kannst gerne den Mieter an uns weiterleiten und dann schauen wir mit ihm, was wir für einen Ersatz für ihn finden können. Genau. Sind wir als Vermieter verpflichtet, etwas zu zahlen, falls unterwegs der Camper abliegt, auch ohne Unfall? Also, da, also wenn zum Beispiel eine Panne passiert? Ich gehe davon aus, dass das gemeint ist, ja. Wenn der Pannendienst, also Pannenhilfe, in der Buchung nicht versichert ist, dann regeln wir ja eigentlich alles mit dem TCS regeln. Wenn aber der Mieter keine Pannenhilfe versichert hat und die Panne aufgrund von nicht seinem Verschulden passiert, dann ist der zulasten des Vermieters. Ja, der Mieter hat nichts dafür. Gut. Außer er hat wirklich irgendwie aus Falschbedienung und gar nicht falsch tankt oder was auch immer, was wirklich wegen ihm passiert ist, dann muss er für die Kosten dazu aufkommen, wenn er keinen Pannendienst mitversichert hat. Genau, weil er die Option über meinen Camper hat, die Pannenhilfe von der Butler können abschließen. Genau. Dann noch eine Frage zu der Eigennutzung, also wenn der Vermieter, der Camperbesitzer, seinen Camper selber benutzt. Er hat nur eine Haftpflichtversicherung. Das ist eigentlich so ein bisschen der Dings für seinen Camper, dass er überhaupt einlösen kann. Und er will eben gerne die gleiche Versicherung auch nutzen, wenn er selber mit dem Camper in die Ferien geht. Er braucht sonst keine Vollkaskoversicherung, weil der Bus in der Halle steht. Ob man es dann gleich will nutzen kann? Nein, weil das ist ja nicht über MyCamper gebucht. So, wenn ich die Frage verstehe, würde er seinen eigenen Camper über MyCamper buchen? Ist das richtig, Armin? Kannst du vielleicht noch schön. Ich weiß aber nicht, ob das bei euch erlaubt. Die Frage ist, glaube ich, vorhin schon gekommen. Ja, genau, ja. Also das ist grundsätzlich ist das selbstverständlich möglich, dass man seinen eigenen Camper buchen kann. Dann müssen wir einfach eine zweite Mailadresse hinterlegen, weil man mit dem Profil, wo der Camper drauf ist, nicht der eigene Camper buchen kann. Aber wenn man eine zweite Mailadresse hat, dann kann man grundsätzlich seinen eigenen Camper schon auch buchen. Dort wäre es einfach auch so, dass die Versicherungskosten von dem Preis abhängig sind, der im Profil drin sind und schon für die Mieter gelten. Das wäre dort noch wichtig zu sagen. Ich hoffe, dass du die Frage beantworten. Die Folgefrage ist noch, wenn seine Freundin den Bus mietet, und etwas passiert,
Okay, die Frage verstehe ich nicht. Kann meine Freundin den Bus mieten und was passiert, wenn ich dann auch selbst den Bus fahre in der versicherten Zeit? Ah, genau. Das ist eigentlich die gleiche Frage. Also über uns ist das möglich. Grundsätzlich über Basler auch. Dort ist es einfach so, dass die Versicherungskosten vom Mietpreis abhängig sind. Den Mietpreis kann man aber beim MyCamper in solchen Fällen anpassen. Die Versicherung ist einfach fix. Ich hoffe, dass du dann die Frage beantworten, Armin, sonst einfach mal reinschreiben. Also, dann haben wir noch eine Frage von der Marianne. Wenn der Camper unfahrtüchtig aus einer Vermietung zurückkommt und die darauffolgende Vermietung für einen Vermieter, wenn nicht zustande kommt, weil der Camper aus der ersten Vermietung kaputt zurückkommt, wer als der für einen Mietausfall aufkommt? Vom Vermieter? Genau. Da haben wir aktuell keine Lösung. Genau. Also im Moment ist es so, dass das nicht versichert ist, Marianne. Also die Vermietausfälle sind nicht gedeckt im Moment. Da sind wir aber im Moment gerade dran, mit der Clarissa eine Lösung zu suchen, dass man in Zukunft da auch etwas machen kann. Also da. Genau. Also wir sind per Zufall erst gerade letzte Woche wegen diesem Thema zusammengeguckt. Genau. Ja, wir haben jetzt auch gemerkt, von MyCamper, das ist ein Produkt, das auch ein bisschen lebt, das auch lebt durch eure Inputs. Also wenn ihr merkt, funktioniert das noch nicht gut, dann unbedingt uns melden, damit wir das Produkt auch stetig weiterentwickeln kann. Und ich hoffe, dass wir euch gleich eine Lösung präsentieren können für genau die Vermietausfälle, die ihr nachher hättet, wenn jetzt der Camper unfahrtüchtig zurückkommt. Genau. Vorher habe ich da noch eine Frage gesehen. Das ist dann nachher auch schon eine der letzten Fragen. Die Zeit ist schnell durchgegangen. genau, da ist noch eine Frage zu den Preisen. Wenn ich einen Camper für 250 Franken miete, wird die Versicherung mit 80 Franken angegeben. In der Präsentation sind aber 40 Franken gestanden bis 250. Was gilt jetzt? Das ist eine gute Frage, das schaue ich sehr gerne an. Grundsätzlich ist es immer wichtig, dass man den Warenkorbpreis anschaut. Also der Warenkorbpreis, das wäre jetzt bei 250 Franken, das wäre zum Beispiel im Beispiel von vorher, wenn ein Camper 110 Franken pro Nacht kostet und zwei Nächte gemietet wird, dann sollte dort eigentlich 40 Franken stehen. Kann ich aber gerne noch anschauen, das weiss ich jetzt nicht gerade auswendig. Mit so Zahlenbeispiel bin ich nicht so bewandt. Kann ich aber sehr gerne noch anschauen. Du kannst mir auch sehr gerne ein Bild schicken. Dort, wo du das gesehen hast, schaue ich es gerne an, die anonyme Frage, die da noch reingekommen ist. Ja, ich glaube, dann haben wir die meisten Fragen können beantworten. Genau. Merci vielmals für die Teilnahme. Clarissa, dir auch. Und all deinen Teilnehmern. Dir hat mitgemacht, viele Fragen gestellt. Das macht es doch spannend für alle. Und wenn es jetzt noch Fragen gibt, die jetzt nicht beantwortet werden konnten oder die ich übergangen bin, dann einfach ein Mail schreiben an hallo@mycamper.ch und dann würden wir die sehr gerne mit Clarissa abklären und euch die Antwort darauf schicken. Genau. Herzlichen Dank euch allen für die Teilnahme. Ein Merci vielmals dir, Clarissa. Und dann wünsche ich euch einen ganz schönen Abend. Dankeschön. Und schönen Abend. Tschüss, zusammen, schönen Abend.